Hallo, ich bin Thor Alexander. In meinen Videos geht es um Geld, um Finanz und um das Thema Auswandern. Ich biete dazu eine finanzielle Auswandererberatung an. Und im heutigen Video geht es um den Unterschied zwischen Bar- und Chiralgeld. Doch zuvor möchte ich die Frage aus dem letzten Video beantworten: Welches Geld hat die höchste Privatsphäre? Und das ist logischerweise das Bargeld. Das Bargeld ist sehr privat. Wenn ich dir 50 Euro gebe, wissen außer uns beiden das normalerweise niemand, außer es sieht jemand, aber zumindest weiß es nicht die ganze Welt, als wenn ich dir im Gegensatz dazu 50 Euro überweise, dann weiß es halt das Bankensystem und alle angeschlossenen Drei-Buchstaben-Dienste. So, halt heute, wie gesagt, zum Thema Unterschied zwischen Bar- und Chiralgeld. Gemäß den Gesetzen in Deutschland gibt es einen Unterschied beim Bargeld zwischen Münzen und Scheinen, die beide Bargeld darstellen. Bargeld ist eine Form von Zentralbankgeld und digitales Zentralbankgeld gibt es auch noch. Das nennt sich dann Zentralbankkontogeld und das Bargeld rechne ich als haptisches Zentralbankgeld. Ein anderer Begriff dafür ist Cash. Wichtig in Deutschland gemäß Münzgesetz, Paragraph 3, sind Münzen nur begrenztes Zahlungsmittel. Das heißt, ich darf nur maximal 50 Euro in Münzen bezahlen und nur mit maximal 200 Münzen. Beziehungsweise die Gegenpartei ist dazu nur verpflichtet. Und wenn ich dir jetzt einen Sack voll Centstücke auf den Tisch schütte, dann müssen die das nicht annehmen. Im Gegensatz dazu, also Münzen sind wie gesagt ein begrenztes Zahlungsmittel, sind Scheine ein unbegrenztes Zahlungsmittel gemäß § 14 Bundesbankgesetz. Das ist die Theorie. In der Praxis ist es natürlich wahnsinnig schwierig, mit Scheinen heutzutage noch irgendwas zu bezahlen, außer man kauft einen Gebrauchtwagen oder irgendwas anderes. So, der Unterschied zwischen Bar- und Chiralgeld, da muss ich natürlich auch mal das Chiralgeld erklären. Chiralgeld ist das Geld auf den Girokonten der Banken und dieses Geld stellt aber nur ein Anrecht auf Cash, ein Anrecht auf Zentralbankgeld dar. Dieses Chiralgeld lautet auf die gleiche Währung wie die Zentralbank und jede Bank hat aber ihr eigenes Chiralgeld, was auch logischerweise alles Euro heißt. Und deswegen ist es für die meisten nicht klar, dass bei Bank A und bei Bank W das unterschiedliche Anrechte sind bei unterschiedlichen Institutionen. So, und wir nutzen inzwischen diese Anrechte zum Bezahlen, ebenso wie damals die Banknoten, die als Quittung für hinterlegte Münzen einst ausgegeben wurden, ist es heutzutage so, dass man mit diesen Anrechten einfach mit Plastikkarten in den Supermärkten, in Kaufhäusern und anderswo unsere Dienstleistungen und Waren bezahlen. Ich habe auch wieder eine Frage mitgebracht für euch. Überlegt doch mal bis zum nächsten Video, warum gibt es Einlagensicherungsfonds? Wer aufgepasst hat, dem fällt die Antwort sicherlich nicht schwer. Und wer nicht aufgepasst hat, der hört sich einfach das nächste Video an. Und in der Zwischenzeit freue ich mich über einen Daumen hoch und ich freue mich auch, wenn er in meinen Telegram-Kanal kommt. Auswandern, Geld, wie gesagt, auf Telegram und den Link findet ihr unter dem Video. Also bis zum nächsten Mal. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.